Willkommen bei Farbsport.de. In der heutigen Ausgabe zeige ich dir, wie du schon direkt nach dem Breakout die Dominanz hast und dir somit die ersten Sekunden des Spiels stark vereinfachst. Du kennst ganz bestimmt diese Situation direkt nach dem Breakout, dass du in einer Deckung ankommst und dir direkt die Kugeln so richtig derbe um die Ohren preschen und du einfach nicht klarkommst, also du kommst nicht ins Spiel rein. Das passiert ja eigentlich so 50-50, das heißt, entweder ist der Gegner am Drücker oder du. Wenn du am Drücker bist, ist natürlich super, aber wenn der Gegner am Drücker ist, dann bist du erstmal in der Defensive und kannst einfach nichts wirklich machen. Du kannst natürlich noch versuchen, vor die nächste Deckung zu schießen, damit dein Gegner nicht weiter nach außen kommt, aber erstmal bist du in der Defensive und musst dir dadurch wieder die Dominanz erkämpfen. Das ist ein bisschen blöd, denn dadurch verlierst du schon direkt am Anfang des Spiels viel Zeit. Jetzt zeige ich dir zwei Möglichkeiten, mit denen du das verhindern kannst. Die erste ist ganz einfach, du musst schneller sein als der Gegner. Das heißt, du musst schneller deine Gun wieder oben haben als dein direkter Gegner, mit dem du dich dann letztendlich im Gunfight befindest. Das machst du, indem du beim Break einfach mal nicht schießend losrennst, sondern direkt ohne zu schießen losläufst und damit schneller bist als der Gegner und somit dann natürlich auch schneller an dem Punkt bist, wo du deine Gun hochhebst. Ein kleines Beispiel zeige ich dir mal hier am Whiteboard. Und zwar, ich habe hier jetzt mal wieder so eine Spielfeldhälfte angezeichnet. Ist vielleicht jetzt ein bisschen zu breit geraten, aber ich denke, um das zu zeigen, ist das ganz gut. Und zwar, also, nehmen wir mal an jetzt, du stehst im Center. So, steht jetzt am Breakout. Also hier ist der Gegner im Center, der auf dich schießt. Und da ist natürlich noch ein Gegner. Der Gegner, der rennt jetzt hier hin. Und du willst genau das Gleiche machen. Du willst auch in den gespiegelten Bunker laufen. Nun, normalerweise ist es ja bei dem Abstand wirklich so, dass man da einfach ballernd reinläuft. Es ist natürlich auch wirklich gut, weil man da noch relativ gut schießen kann und dadurch ein paar Kugeln in Luft bringt und vielleicht am Break einen Gegner trifft. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in den unteren Ligen ist es meistens nicht so, dass da getroffen wird. Deswegen ist diese Line auch nicht so wichtig. Vor allen Dingen ist diese Line auch nicht so wichtig wie die Line vom Center. Ganz einfach, weil diese Line nicht so stabil steht und daher nicht so schnell jemanden trifft. Wenn du jetzt also diese Line mal weglässt, aber dafür dann schneller da hier an diesem Punkt bist als dein Gegner da drüben, dann hast du den Vorteil, dass du am Drücker bist und dein Gegner sich erstmal in der Defensive befindet. Das heißt, du kannst schneller einen Bunker weiter nach außen kommen und hast dann schneller den Spielvorteil. Ganz einfach. Ich habe jetzt gesagt, beide rennen los in diesem Bunker hier. Heißt, du rennst jetzt los und bist jetzt volle Lotte gerannt. Und ab diesem Punkt hier fängst du an zu schießen. Dein Gegner jetzt aber, der ist die ganze Zeit am Schießen, kommt hier rein und der kann erstmal direkt in den Bunker gehen, weil er deinen Kugeln ausweichen muss. Denn du bist ja vor ihm da. Andersrum wäre es jetzt, wenn beide Schießen da reinrennen, schön langsam, denn du willst ja schießen, dann kann es natürlich sein, dass ihr ungefähr gleichzeitig oder dein Gegner vielleicht ein Stückchen vor dir in den Bunker ankommt. Und dann musst du vielleicht, wenn du Pech hast, erstmal direkt den Kugeln des Gegners ausweichen, wenn er hier genüsslich in seinen Bunker geht und schon richtig schön hier eine Line runterschießt auf dich. Ist klar, in dem Moment befindest du dich in der Defensive. Wenn du so machst, wie ich es dir jetzt als erstes gesagt habe, befindest du dich direkt in der Offensive. Das heißt, du bist die ganze Zeit den Gegner am Drücken. Und jetzt brauchst du nur noch zu gucken, ob hier vor dem nächsten Bunker eine Line liegt, die vom Center kommt oder vielleicht auch von deinem Spiegel, je nachdem, und dann kannst du direkt weiter. Aber du bist auf jeden Fall am Drücker und dein Gegner kann nichts mehr machen. Ganz easy. Als kleine Ergänzung noch dazu. Also ich habe ja jetzt gesagt, dass dein Gegner hier komplett rennt und schießend in den Bunker rennt und du auf der ersten Linie von diesem L hier nicht schießt, sondern nur rennst, damit du schneller als der Gegner an diesem Punkt hier bist. Und jetzt denkst du dir ja vielleicht, weil der Gegner ja schon am Schießen ist, dass seine Kugeln trotzdem vor dir hier wären. Das geht ja aber nicht. Denn wenn du schneller an diesem Punkt hier ankommst und hier schießt, dann sind deine Kugeln früher auf dieser Line hier als die des Gegners. Zudem kommt auch noch, dass der Gegner sich voll in der Bewegung befindet und dann wahrscheinlich die Kugeln etwas an dir vorbeifliegen werden. Also der wird eher hier hinschießen, so in den Bereich, anstatt hierhin.
Oder vielleicht auch die Kugeln zu tief ankommen. Gerade in unteren Ligen ist das oft der Fall. Das heißt für dich natürlich aber auch, dass du, wenn du jetzt an diesem Punkt hier ankommst und direkt auf diesen Gegner schießt, dann müssen deine Kugeln ja wirklich perfekt kommen. Du hast jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, zu tief oder daran vorbeizuschießen. Du musst wirklich genau dahin schießen, wo dein Gegner gleich ist. Das heißt, bring dir das selber bei, auf der passenden Höhe zu schießen und guck vor allen Dingen auch, dass du nicht zu weit nach rechts oder zu weit nach links schießt. Du musst wirklich genau den Spot haben, denn dann muss dein Gegner wirklich sofort ausweichen und du drückst ihn. Wenn er merkt, dass deine Kugeln ihn nicht treffen würden, dann wird er auch nicht ausweichen und dann kann es wirklich sein, dass er ganz schnell die Dominanz hat. Darauf musst du also auf jeden Fall aufpassen. Kommen wir zu dem zweiten Tipp. Der zweite Tipp, der eignet sich vorwiegend, wenn du etwas weiter nach außen rennen willst. Ich zeige dir mal die Situation. Jetzt gehen wir mal davon aus, dein Gegner macht das Feld am Breakout nicht sehr breit, sondern der rennt wieder nur hierhin, in diesen Bunker hier. Und du willst jetzt aber zum Beispiel ins Corner rennen, sagen wir mal. Heißt, ich schmeiße jetzt den mal weg, weil der stört. Wenn du jetzt hier diesen Weg rennen willst, bis ins Corner, dann ist es ja so, dass dein Gegner einen viel kürzeren Laufweg hat und dadurch seine Line praktisch schon direkt hier an der Außenkante des Bunkers sein kann und dann kannst du nicht direkt rauskommen und auf ihn schießen. Das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen blöd, weil wenn du jetzt schon wieder extra innen rauskommen würdest, dann könnte schon wieder der Center dich drinne halten und so und ist alles nicht so toll. Deswegen wäre es ja jetzt ideal, wenn du es irgendwie schaffen könntest, direkt hier an der Außenkante des Bunkers rauszukommen und auf den Gegner zu halten. Ist jetzt hier vielleicht auf dem Layout ein bisschen schlecht dargestellt, weil dieser Bunker hier ein bisschen blockiert. Aber ich denke, im Großen und Ganzen weißt du, was ich meine. Das heißt, du willst hier ankommen, willst aber nicht, dass dein Gegner hier hinschießt. Kurz und knapp. Wie machst du das? Das ist gar nicht so schwer. Oder es ist schon schwer, weil du dafür gut trainieren musst. Aber vom Grundprinzip her ist es ganz einfach. Und zwar, wenn du jetzt diesen Weg hier rennst, zack, dieser Weg hier, dann ist es ja so, dass dein Gegner die ganze Zeit freie Bahn hat. Hier wird es jetzt wichtig, dass du, während du rennst, auf den Gegner zurückschießt. Du machst jetzt also genau das Gegenteil von dem ersten Tipp. Du rennst nämlich nicht so schnell wie möglich in den Bunker, sondern du rennst schießend in den Bunker und probierst halt haargenau auf diesen Gegner zurückzuschießen. Jetzt in diesem Bereich hier ist das auf vielen Layouts schwer möglich, denn von hier aus müsstest du ja über den Bunker schießen, um den Gegner hier zu blocken. Jetzt in diesem Fall, das ist ja so ein kleiner Maya-Tempel, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, ist das sogar möglich. Deine Kugeln, die fliegen ja so einen kleinen Bogen, das ist ja diese ballistische Flugbahn. Das heißt, du könntest jetzt von hier aus schon anfangen, über diesen Bunker drüber zu schießen. Heißt, wenn du jetzt ganz knapp darüber schießt, dann kann es gut sein, dass die Kugeln hinter dem Bunker flach runterkommen und den Gegner schon treffen können oder der Gegner zumindest sofort irgendwie ausweichen muss. Das ist nicht auf jedem Layout möglich, also oft ist es leider nicht so, aber es kann funktionieren. Wenn du so eine Situation hast, probier das im Training, also im Layout-Training ruhig mal aus, wie die Kugeln da kommen, wenn du losrennst und wenn die gut kommen, dann kannst du das natürlich im Spiel so machen. Also kannst du im Training dann einfach mal einen von deinen Teamkollegen rüberschicken, dass er mal gegeneinander so ein Breakout macht und dann weißt du das ja sofort. Der kann dir dann sagen, ob er da jetzt gut ankommen würde oder ob er ausweichen muss oder so. Die andere Möglichkeit ist jetzt, dass du ja ab hier bis hier eigentlich auf jedem Layout die Möglichkeit hast, hier so rüber zu schießen. So, das heißt, in diesem Bereich hier schießt du diese Line. Ganz einfach, weil wenn du jetzt hier richtig gut reinschießt, muss dein Gegner ja entweder deinen Schüssen ausweichen oder er wird getroffen. Und dadurch, dass er ausweichen muss, hat er nicht mehr die Möglichkeit oder hat es zumindest bei weitem nicht mehr so einfach, hier hinzuschießen. In diese Ecke hier, worüber wir gerade gesprochen haben. Und das heißt, wenn du jetzt in diesem Bunker ankommst, in dem Corner, dann kannst du direkt rauskommen und kannst direkt hier weiter auf ihn feuern. Dadurch hast du wieder sofort die Dominanz und
Wenn jetzt wiederum keine Lines im Center ist oder so, dann kannst du sofort wieder nach vorne rennen. So kannst du ein super aggressives Spiel aufbauen. Du musst natürlich trotzdem safe bleiben, also vergewissere dich vorher wirklich, wenn du weiter rennst, den nächsten Schritt machst, dass da auch keine Kugeln irgendwo in der Luft sind, weil sonst wirst du sofort getroffen. Also werd dadurch nicht zu aggressiv, spiel weiterhin safe, aber wenn du kannst, dann renn sofort los und greif an, weil dadurch gewinnst du Spiele. Das kannst du natürlich nicht nur anwenden, wenn du in den Corner läufst, das kannst du auch genauso gut anwenden, wenn du zum Beispiel jetzt hier direkt ins Dorito laufen willst. Besonders empfehlen tut sich diese Möglichkeit, wenn der Center mal einen Break nicht auf dich schießt, weil jetzt bei der Konstellation musst du natürlich immer damit rechnen, dass der Center hier irgendwo reinschießt, besonders so in diese Stellen hier, die sind sehr gefährdet. Da kannst du natürlich schnell bei getroffen werden. Wenn du jetzt aber schon in den 10 Seconds siehst, dass der Center nicht auf dich schießt, dann kannst und du jetzt genau weißt, dass dein Run and Gun gut genug ist, um diesen Spot hier gut zu schießen, dann kannst du das wirklich andauernd machen und deine Gegner sind da echt machtlos, weil du jedes Mal wirklich in den Corner oder ins Dorito teilweise, wenn dein Gegner da wirklich gar nicht drauf klarkommt, dann kannst du auch ins Dorito 2 rennen und so. Du hast halt eine richtig hohe Dominanz schon direkt nach dem Break auf der Seite und daraus kannst du natürlich ein super geiles Spiel aufbauen. Das macht dann auch noch ziemlich viel Spaß. Was du natürlich nicht machen darfst infolgedessen, ist irgendwie zu aggressiv werden und dann hier anfangen, irgendwie dumme Moves zu machen, also irgendwie wild um dich schießen und nicht mehr gucken, ob Kugeln vom Gegner kommen. Das macht man danach wirklich gerne. Ich erwische mich dabei selber auch gerne mal. Ne, kommst in der Deckung an, bist total gepusht, weil du so weit nach vorne geschafft hast und ja, dann wirst du zu aggressiv, kriegst eine Kugel vom Kopf und der gesamte Vorteil ist wieder futsch. Deswegen, wenn du erstmal hier ankommst, mach erstmal ruhig, fahr erstmal einen Gang runter und guck, dass du da safe im Bunker bist und nicht sofort stirbst. Am besten gar nicht stirbst. Ganz einfach. Okay, ich wurde schon darauf hingewiesen, dass man im Spiel nicht stirbt. Das stimmt auch. Das ist mir so ein bisschen umgangssprachlich. Na, man wird natürlich getroffen, aber man stirbt nicht. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Falls du irgendwelche Wünsche haben solltest, also irgendwie eine Artikelidee oder eine Frage oder sowas, dann lass mich das wissen. Schreib unter dem Video einen Kommentar oder schreib mir auf Facebook oder eine E-Mail an info@farbsport.de und ich werde gucken, was ich da machen kann. Ich wünsche dir alles Gute. Wir schießen uns.